Liebe Geschwister, ich grüße euch herzlich in Jesu Namen. Wie geht's? Geht's euch gut? Weil unser Herr euch sehr lieb hat und sehr um euch kümmert, solltet ihr immer fröhlich sein. So dass wir immer fröhlich sind in dem Herrn, spricht der Herr mit uns jeden Tag, jederzeit. Vielleicht bist du gestört wegen einer bestimmten Sache, dann spricht der Herr mit dir. Hast du eine Idee, worüber der Herr sprechen möchte? In Psalm 145, Vers 14 lesen wir: Der Herr erhält alle, die da fallen, und richtet auf alle, die niedergeschlagen sind. Der Herr ist bereit, alle zu erhalten, die da fallen, und richtet auf alle, die niedergeschlagen sind. Der Herr ist derjenige, der dich hochhebt. Vielleicht ist einer von euch, der an einer Krankheit leidet und benötigt jemanden, der euch heilt. Vielleicht seid ihr gefallen im Studium, im Betrieb oder bei euch auf der Arbeitsstelle. Dann ist der Herr bereit, dich aufzufangen und sagt: Mein Sohn, meine Tochter, ich bin da. Vielleicht bist du am Stolpern und brauchst jemanden, der dich hochhebt. Was wäre geschehen, wenn jemand dich nicht aufgefangen hätte? Du hättest dir bestimmt was gebrochen. Du bist bestimmt dankbar dafür. Genauso bist du gefallen in deinem geistlichen Leben, weil du nicht betest und die Bibel nicht liest. Aber der Herr ist bereit, dich aufzufangen und sagt: Mein Sohn, meine Tochter, ich bin bereit, dich aufzufangen. Daher hab keine Angst. Der Herr richtet auf alle, die niedergeschlagen sind. Vielleicht bist du der Meinung, dass du verloren hast und nicht mehr beten oder die Bibel lesen kannst und denkst, dass dein Leben nun vorbei ist. Keine Sorge, der Herr sagt, er ist da. Er ist bereit, dich hochzuheben. Der Herr wird dich auffangen und hochheben. Für einige ist er bereit, die Person hochzuheben. Währenddessen für andere ist der Herr dafür zuständig, dir Trost zu schenken und hebt dich hoch. Darum seid nicht enttäuscht. Unser Herr ist da, uns hochzuheben. Und sag nicht: Du hast mich doch verlassen, du liest die Bibel nicht und du betest nicht, wie soll ich dich erretten? Denn unser Herr lässt uns nie im Stich. Unser Herr ermutigt uns mit den Worten: Ich hebe dich auf, bete wieder und lies die Bibel, dann kannst du mit mir auch wandeln. Wollt ihr euch nun dem Herrn widmen mit den Worten: Herr, du bist derjenige, der mich hochhebt? Legt bitte eure Hand aufs Herz und lobet den Herrn. Herr, dieser Sohn und diese Tochter sind in Verzweiflung. Sie haben Angst, dass sie wieder fallen werden. Hebe diesen Sohn und diese Tochter auf, die nun wegen ihrer Verzweiflung gefallen sind. Ich lobe und preise dich, o Herr, da du mich hochhebst. In Jesu Namen bete ich, lieber Vater. Amen. Amen.